Max, Sie sind seit 15 Monaten jetzt beim FC Ingolstadt. Wenn Sie so zurückblicken, was jetzt passiert ist, wie sind Sie zufrieden mit der Zeit, die Sie jetzt hier bei den Schanzer verbracht haben? Ich denke, ich persönlich kann sehr zufrieden sein mit mir. Ich fühle mich hier mittlerweile sehr, sehr wohl. Und das, was ich alles erreicht habe bisher, die Spiele, die ich gemacht habe, bin ich, ja, wie gesagt, persönlich sehr zufrieden mit allem. So, zum Ende des vergangenen Kalenderjahres gab es ein bisschen Kritik vom Trainer Hasenhüttl, dass Sie noch fitter sein könnten. Jetzt hat er Sie ausdrücklich nach der Winterpause gelobt, dass Sie fitter sind. Was haben Sie gemacht? Ja, das war richtig. Ich habe selber gemerkt, dass ich nicht richtig fit war, dass ich im Gegensatz zu den anderen Spielern fitter sein könnte. Habe im Winter ordentlich zugelegt an Fitness, bin jeden Tag laufen gegangen, habe spezielle Programme bekommen von unserem Fitnesstrainer und ja, dadurch merke ich jetzt auch, dass ich dadurch fitter geworden bin und auch Spiele, wie man sieht, über 90 Minuten gehen kann jetzt. Sie haben auch einmal den Pascal Groß vertreten, als der gelb gesperrt gefehlt hat. Wie hat ihn diese Rolle behagt? Fühlen Sie sich da schon reif genug dafür? Es ist schwer zu sagen, so einen Spieler zu ersetzen, aber man versucht natürlich immer alles zu geben, um einen Spieler zu ersetzen und ich denke, das ist mir relativ gut gelungen auch. Jetzt sind ja so der Sechser ist festbesetzt mit Roger, Pascal Groß ist auch festbesetzt. Die dritte Position ist immer offen, zurzeit zwischen Almog Cohen und Alfredo Morales und Ihnen. Wie weit vor einem Spiel erfahren Sie in der Regel, ob Sie spielen oder nicht? Das ist relativ kurzzeitig vor dem Spiel. Meistens so richtig erst so 2 oder 1,5 bis 2 Stunden vor dem Spiel. Da steht dann die endgültige Entscheidung fest, so richtig, ja. Wie ist der Umgang mit den beiden direkten Konkurrenten um diesen Platz? Sehr gut. Also außerhalb des Platzes kommen wir gut miteinander klar, auf jeden Fall. Auf dem Platz natürlich Konkurrenz, Kampf da, ist ja klar. Jeder will spielen, jeder gibt im Training alles und letztendlich muss der Trainer entscheiden, was er für ein Gefühl hat, wer der Beste für die Position ist. Ja. Wenn Sie so zurückblicken, diese Saison, was waren denn für Sie die besonderen Highlights? Ich denke, das Spiel auf Schalke in der Hinrunde und im Rückspiel in Dortmund, das waren so die besonderen Highlights. Wobei das Schalke-Spiel jetzt am Wochenende auch was Besonderes war. Gegen so einen Gegner so ein gutes Spiel gemacht, 3:0 zu gewinnen und das waren so die drei Spiele, auf die ich gern zurückblicke. Hat man vor so großem Publikum nur Schlottern in den Beinen oder ist die Zeit schon vorbei? Das war noch nie eigentlich so. Ich denke, wenn das Spiel losgeht beim Einlaufen und so, ist man voll fokussiert auf sich selber. Man konzentriert sich einfach auf seine Leistung zu bringen. Und so viel vom Publikum bekommt man jetzt nicht so mit. Und deswegen denke ich, die Aufregung und alles Mögliche, was dazugehört, was man immer so denkt, ist da dann weg während des Einlaufens schon. Welchen Anteil hat Ihr Trainer, der Ralf Hasenhüttl, an Ihrer Entwicklung jetzt in den vergangenen 15 Monaten hier beim FCI? Ich denke, sehr großen Anteil. Er gibt mir die Spielminuten, was mich sehr freut. Ich freue mich einfach über jede Spielminute, die ich bekomme. Und vor allem auch das ganze Trainerteam muss ich erwähnen, weil vor allem unseren Fitnesstrainer, der spezielle Übungen mit mir macht und das gesamte Trainerteam mich einfach weitergebracht hat, denke ich. Wenn Sie perspektivisch denken, wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor beim FC Ingolstadt und so überhaupt so mittelfristig die nächsten, sagen wir mal, 3, 4 Jahre? Ja, ich versuche im Moment, mich auf den Moment zu konzentrieren, meine Leistung hier zu bringen und was in der Zukunft passiert, das wird man einfach sehen. Das kann man jetzt noch nicht sagen. Vielleicht noch ein Wort zum nächsten Gegner, Borussia Mönchengladbach. Wie erwarten Sie die hier? Ich denke, ähnlich großen Respekt hat man wie vor Schalke eigentlich. Ein ähnlich starker Gegner, vielleicht sogar noch stärker als Schalke. Man hat gesehen, dass sie viel Qualität haben, jetzt vor allem letztes Wochenende gegen Hertha. Haben viele gute Spieler, spielen guten Fußball und es wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel, aber ich denke, wir haben uns diese Woche bisher gut vorbereitet auf die Mannschaft und versuchen alles rauszuholen. Mit Ihnen in der Startelf? Das kann ich nicht sagen, müssen Sie den Trainer fragen. Danke.